Heute stelle ich dir wieder eine Empfehlung vor, wo ich sage, das lohnt sich wirklich als Kinderausstattung. Und da sind wir heute bei dem Thema Bobbycar. Bestimmt hast du das schon mal gehört von der Firma BIC. Aber warum wir das so toll fanden und warum wir das immer noch so viel benutzen, das erzähle ich dir jetzt. Mein Name ist Maike Droste. Ich bin Physiotherapeutin und Fitness- und Life-Coach für Frauen vor und nach der Geburt. Ich helfe den Frauen, sich einen richtig tollen Körper aufzubauen, beziehungsweise ich sorge dafür, dass sie ihre Schwangerschaft richtig genießen können. Aber heute soll es, wie gesagt, um das sogenannte Bobbycar gehen. Viel Spaß bei diesem Video. Vorgenommen, dass ich dir zeige, welche Investitionen sinnvoll sind und welche nicht. Was habe ich mir geholt oder beziehungsweise meinen Kindern? Wo habe ich gemerkt, das war absoluter Schrott und wo habe ich gemerkt, das lohnt sich absolut? Und du hast vielleicht das Video schon gesehen zu dem Pocilino. Das lohnte sich auf jeden Fall. Und parallel dazu hatten wir dieses Bobbycar. Das haben wir in diesem Fall nicht selber gekauft, sondern Freunde von uns hatten genau dieses noch vom ersten Kind. Und sie haben gesagt, solange sie kein zweites bekommen, können wir es leihen. Und ja, es ist immer noch bei uns in der Familie und es ist super. Man sieht, wir haben jetzt nicht die ganz normale Variante, sondern die Big Rally Team Variante. Und hier sieht man zum Beispiel ein kleines Spezial. Ich glaube, die Form vom Lenker ist die gleiche wie beim Original. Da ist dann aber nur so eine Luft-Dingster-Bumster-Hupe drin. Und hier ist es super. Hier ist, fanden die beide super. So LKW-Geräusch. Hat immer was zu tun. Und das macht natürlich auf jeden Fall schon mal Spaß. Solche Extras, finde ich, lohnen sich absolut. Dann rein koordinativ ist das klasse. Die Kinder kommen da recht gut hoch und runter. Das müssen sie im Einmal richtig lernen. Am Anfang sind diese kleinen Dinger echt eine Überwindung. Aber das haben sie ruckzuck rauf. Es ist sehr stabil in sich. Das heißt, das Kind fällt auch nicht so schnell um. Wir haben jetzt die normalen Reifen. Das heißt, die machen schon ein bisschen Terror. Ich weiß aber, dass es dafür diese Gummireifen gibt. Mich hat das draußen jetzt nicht so interessiert. Und am Anfang hatten die das sogar drin, fällt mir gerade ein. Aber je nachdem, welchen Boden du hast, merkst du das, kannst du dir da Gummireifen für holen. Und dann ist das super, super leise. Es gibt sehr viel Zubehör hierfür. Das fand ich auch immer klasse. Wir hatten zum Beispiel so eine gelbe Stange hinten. Das heißt, wenn du siehst, hier ist so ein Loch. Da kann man auf der einen Seite einen Anhänger ranpacken. Das heißt, es ist immer die gleiche Öffnung, die die nutzen. Oder so wie wir, es gibt zum Dranklemmen mit so einem Stift rein, so eine hohe Stange, dann kannst du das Kind schieben. Wenn ihr zum Beispiel dann mal spazieren geht, dann konnte man hinten einfach ein bisschen runterdrücken. Dadurch entsteht dann das. Das Kind konnte lenken wie so ein Bekloppter und hier vorne spielen. Und du konntest es aber so weiterschieben, wie du wolltest. Und du konntest es aber auch einfach so fahren lassen. Das heißt, die Stange störte das Kind nicht. Wenn du jetzt sagst, oh, jetzt soll er wieder alleine fahren, hier ist jetzt gerade Platz, kein Verkehr, dann fuhren meine Jungs so weiter. Was es auch gibt, habe ich gesehen, du kannst entweder einfach hier ein Seil dran binden, um es zu ziehen. Dann ist natürlich trotzdem mit der Lenkung so eine Sache. Was ich aber auch gesehen habe, dass die Firma BIC selber hier so ein bestimmtes System wieder hat mit so einem Seil, was man ziehen kann. Außerdem haben die von BIC so Schuhüberzieher, habe ich gesehen, die praktisch die Schuhe schonen, damit die nicht immer so fritti, fritti, fritti da die ganzen Schuhe vorne abscheuern. Haben wir nicht gekauft, gehört für mich zu den Dingen, die sich nicht lohnen. Wenn du sie von irgendjemandem gebraucht kriegst, ist gut, aber alleine lohnt es sich nicht, das neu zu kaufen, weil ich festgestellt habe, die steigen ja ganz spontan auf und dann haben die immer noch keinen Bock mehr. Und wenn du die jetzt immer wieder umschnallen musst und wieder abmachen musst, das setzt man nicht um. Ich habe auch noch niemanden gehört, der die Dinger mal ein bisschen abgenutzt hat, weil das ist, glaube ich, so eine Investition, die sich nicht lohnt. Ich habe eben auch mitbekommen, es gibt unterschiedliche Lenkräder, die man da dran haben kann. Also ich habe schon ganz viele verschiedene Modelle gesehen. Wie gesagt, wir hatten jetzt dieses dran. Das ganz normale reicht bestimmt auch. Ich finde diese Dinger unglaublich strapazierfähig. Man sieht natürlich schon jetzt so ein paar Kratzer, da haben zwei Jungs, der eine ist jetzt 5, der andere wird 3. Bis jetzt dieses Ding genutzt, vorher der Junge, der das als erstes benutzt hat, der hat es auch schon benutzt. Und ich finde, dafür sieht sowas echt super aus. Selbst wie gut die,
diese Aufkleber halten. Das ist mir neulich noch aufgefallen. Das Ding steht ja auch mal im Regen draußen. Also man versucht es zu verhindern, aber es klappt nun mal nicht ganz. Und ich kann wirklich sagen, das Ding ist echt klasse. Was man hier auch nicht vergessen darf, eben gegenüber dem Poquilino, wenn das Kind hier sitzt, es kann unglaublich gut die Füße hochlegen. Das heißt, wenn er wirklich nicht kann und du hast zum Beispiel diese Stange hinten dran gehabt und hebst es hinten so ein bisschen hoch, dann hält dieses Kind sich am Lenker fest, hat die Füße vorne drauf und kann sich wirklich ausruhen. Schlurrt nicht mit den Füßen auf dem Boden. Aber in erster Linie ist es natürlich für Gaudi gedacht. Und wie gesagt, bis heute rattern die Kinder mit diesem Teil immer noch die Berge runter, wieder hoch. Das ist auch wiederum nicht zu schwer. Das heißt, die können das zur Not selber tragen, schluren und ziehen. Und ja, das Teil gehört für mich absolut zu den totalen Empfehlungen, wo ich sage, jedes Kind braucht ein Bobbycar. Deswegen war mir das wichtig, dass dieses Video so am Anfang der Serie kommt. Und wenn dein Kind schon so weit ist oder du brauchst zum Beispiel mal eine Geschenkidee und jetzt gerade habt ihr eigentlich alles, dann sag doch irgendjemandem, also was wir in Zukunft wirklich wo gerne haben wollen, ist so ein Bobbycar. Und dann habt ihr doch eine richtig tolle Sache, die das Kind schon früher kriegt. Es kann, dadurch, dass es stabil ist, können die auch lernen, sich an einem beweglichen Ding hochzuziehen. Dann, wenn gerade wenn hier oben noch Geräusche sind, dann lohnt sich das. Dann fallen sie am Anfang mal wieder auf den Popo, weil es ein bisschen wegrutscht. Aber rein koordinativ ist das natürlich eine klasse Sache, dieses sich so hochziehen zu dürfen, aber nicht Links- und Rechtsbewegung durchführen dürfen. Also von Anfang an, wenn Stehübungen kommen, bis zum Schluss eine super Sache. Wichtig ist, finde ich, nur, dass das Kind selber diese Schritte machen kann und du es nicht schon, wenn es viel zu klein ist, da drauf setzt und es kann eigentlich noch gar nicht sitzen und es kann noch gar nicht richtig stehen, weil du willst ja auch die Gelenke nicht überfordern. Denk immer dran, ein Kind ist nur dafür bereit, was die Knochen auch gerade und die Muskeln alles halten können. Und deswegen ist das für mich eine absolute Kaufempfehlung. Schreibt mir gerne mal wieder unter die Kommentare, ob ihr auch eins habt oder hattet, wie deine Erfahrungen sind, wie deine Gedanken dazu sind, was dich vielleicht noch interessiert an Themen. Das heißt, je mehr ihr mir dazu schreibt, desto mehr weiß ich, in welche Richtung meine Kaufempfehlungen oder gerade Nichtempfehlungen gehen sollen. Und ja, das interessiert mich natürlich, wenn du mich privater kennenlernen willst. Kannst du bei Facebook oder Instagram einfach mal vorbeischauen, da zeige ich mich sehr privat, vielleicht sogar Bilder, noch mehr, wo unsere Kinder da gerade mitfahren, sowohl klein als auch groß. Und ja, wenn du mir Fragen stellen möchtest, ich bin einmal die Woche auf YouTube hier live, beim Livestream, freue ich mich auch immer sehr, kannst mich alles fragen, was du willst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, denk auch an das kleine Glöckchen, dann kriegst du immer sofort Bescheid, wenn ich wieder so ein geniales Video für dich hochgeladen habe. Wenn dir das Video gefallen hat, denk natürlich auch gerne an den Daumen nach oben. Und ich bin mir sicher, dass wir beide uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss, sagt Maike Droste.